Diesen Sonntag gibt es auf dem Nädels YouTube-Kanal endlich das Video zur Schultertasche Darmstadt. Also da zeige ich euch, wie ihr die Schultertasche Darmstadt nähen könnt. Natürlich wird es dann auch das Schnittmuster dazu bei den Nädels zu kaufen geben und die tollen Materialsets hier, also diese Nähsets. Das ist wieder so ein Rundum-Sorglos-Paket. Da ist vom Reißverschluss, Zipper, Gurtband, das Kork, Kunstleder. Da ist alles drin, was ihr für die Schultertasche braucht. Also auch die Decofil Light Flieseline ist alles da drin. Und die bekommt ihr dann im Kurzwarenland. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe hier schon wieder neue Technik aufgebaut. Was heißt neue Technik? Wir wollen nämlich was ausprobieren. Kamera, mein Streaming Deck, mein Laptop, weil Tanja, Nastja und ich heute ausprobieren wollen, wie das mit dem Livestream, dem gemeinsamen Livestream ist. Weil jeder von uns ist ja dann bei sich zu Hause und am Dienstag gehen wir ja bei Nastja auf dem Kanal live. Und hier im Wohnzimmer, ich will es gar nicht mehr Wohnzimmer nennen, es ist mein Nähatelier geworden, hat sich auch schon wieder ein bisschen was verändert. Es ist noch nicht fertig, aber hier, wo der Fernseher vorher war und das Fernsehteil da hinten, das stimmt ja hier drunter, ist jetzt ein Schreibtisch eingezogen. Den Fernseher haben wir verkauft, den braucht man nicht, wir gucken eh meistens am PC oder am Laptop. Das Fernsehteil habe ich hier hinten hingestellt. Da habe ich nämlich meine Utensilien hier liegen. Also das ist noch nicht die endgültige. Ich habe das Rollo unten, weil wenn ich dann nachher gleich streame, also wenn wir dann streamen wollen, das ausprobieren wollen, sieht man immer so in meinen Brillengläsern das Fenster. Und weil ich hier heute genau die Lichtverhältnisse ausprobieren möchte, wie dann am Dienstag, wenn ich live gehe, deswegen habe ich das Rollo untergemacht. Ja, und hier kommt dann noch, wir wissen noch nicht genau wie, wir wollen uns das mal angucken, entweder so eine Konstruktion hier noch drüber. Das heißt, dass da meine Kamera hier oben irgendwo dran ist und ich dann von Kopf über hier nach unten filmen kann. Dann kaufe ich mir noch einen großen Rollcontainer, wo ich lauter Nähsachen, Utensilien und auch für meinen Plotter reinmachen möchte. Dann habe ich hier schon stehen Holz. Ich war ja heute Morgen im Baumarkt. Und zwar haben wir hier noch so Klebefolie gekauft. Das ist einmal so Holzoptik und dann hier noch so Marmoroptik. Die möchte ich hier draufkleben, dass ich dann schönere Fotohintergründe habe. Dann habe ich mir hier noch ein bisschen Deko-Gedöns gekauft. Also das möchte ich dann gerne mit zum Beispiel so auf ein Foto mit drapieren oder so, ne, dass man dann hier nur, was weiß ich, so die grünen Dinger sieht oder auch mal als Video-Hintergrund. Die habe ich derweil mal hier geparkt. Es ist jetzt erst kurz nach 13:30 und wir wollen das Ganze um 2 Uhr testen. Also werde ich derweil noch mal ein bisschen Boxy-Bags zuschneiden. Ein paar Boxy-Bags zuschneiden für Montag für den Shop. Schaut mal hier. Es gibt seit Ewigkeiten mal wieder was Maritimes. Ja, das ist so ein schöner Blauton und dann halt hier mit Leuchtturm, Bootchen und Fischen drauf, Seesterben. Richtig schön. Den Stoff habe ich von Melanie, also von Tante Poppins. Die kleinen Stoffquadrate hebe ich übrigens auf. Die kommen dann mit in die Restekiste rein. Ich habe ja letztes Jahr, ich glaube im November, wieder so einen Aufruf gemacht, kann man nicht sagen. Also ich habe darüber geredet, dass ich die Stoffreste sammle und da haben ja ganz viele von euch haben mir geschrieben und ich bin da auch noch immer eifrig dran, die Stoffreste zu sammeln. Gerade heute habe ich erst wieder ein Päckchen losgeschickt. Ich bin aber erst bei einem Viertel. Also ich habe erst ein Viertel von den Paketen losgeschickt. Ich kann die ja immer nur dann losschicken, wenn ich genügend
Stoffreste habe. Jetzt geht's Telefon. Ich denke mal, mein Mann geht da dran. Ja. Also, wenn ihr bis jetzt noch nichts von mir gehört habt, ich kann mir vorstellen, dass ein paar, dass sie wahrscheinlich erst an Weihnachten was von mir hören dieses Jahr, bis ich die Liste abgearbeitet habe. Das ist hier drei Engel für Charlie. Da können wir das machen hier, drei Engel für Charlie. Mama, hier die schöne Story. Ist der Ton jetzt anders? Ja. Jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Ja. Was hast du gemacht? Nix. Ich bin in der Show. Oh, geil. Der Test für den Livestream hat funktioniert, aber okay, wenn ihr den Vlog seht, dann ist der Livestream ja schon vorbei. Der kam ja gestern, also für euch gestern am Dienstag bei Nastja auf dem Kanal. Und ich habe hier auch schon weitergemacht. Wir haben zum einen diese Marmorfolie hier schon auf die Holzplatte draufgeklebt. Das geht wirklich super easy. Und hier steht mein neues Fotostudio und die Folie hier, diese Holzoptik, haben wir auch schon drauf gemacht. Und das ist jetzt, hier sind meine beiden Softboxen. Ich blende euch mal die Fotos ein. Ich habe die schon gemacht. Das sieht richtig toll aus jetzt hier am Setup. Und ich kann halt auch mal eine große Tasche dann fotografieren. In meiner kleinen Fotobox, die ich hatte, da hat das nicht reingepasst. Da ja, war der Bildausschnitt zu klein. Was übrigens auch richtig cool ist, hier das Regal. Hier ist ja auch ein Kabelkanal dran. Und die zwei Bretter, die passen genau hier hinter. Das heißt, ich muss nichts an die Wand irgendwie so befestigen, sondern ist natürlich super. Ich kann auch ein Brett hier unten hinlegen, dann sieht das so aus, als ob das halt auf Marmor draufsteht. Ich habe jetzt auf die Rückseiten noch nichts drauf gemacht, weil eventuell möchte ich mir da noch andere Folie kaufen, dass ich dann halt noch mehr Fotohintergründe habe. Und jetzt, hier hat ja vorher der Fernseher gehangen, den haben wir abgemacht und mein Mann hat hier gestern das gespachtelt und da möchte ich jetzt noch drüber streichen. Und weil man nie weiß, wie es ausgeht, wenn man mit Farbe hantiert, habe ich mir natürlich mein gutes Mickey Mouse Sweatshirt ausgezogen und die alten Klamotten angezogen. Das ist toll. Wenn man weiße Raufasertapete hat, da kann man einfach so ein paar Löchelchen oder was auch immer stellen, übermalen und braucht nicht gleich die ganze Wand zu streichen oder neu zu tapezieren. Das kann jetzt trocknen. Ich werde den Pinsel noch auswaschen und dann noch was für den Shop zuschneiden. Bevor ich jetzt mit dem Zuschnitt anfange, möchte ich euch noch was zeigen. Schaut mal hier. Ich habe mir zwei Zeitschriften gekauft, die Burda Curvy. Hier sind ja jede Menge Schnittmuster drin und ich will ja jetzt loslegen mit Klamotten zuschneiden. Und hier habe ich dann halt gleich mehrere zur Auswahl. Und weswegen ich es mir wirklich gekauft habe, und zwar, guckt mal hier, ein Kleid. Tatsächlich ein Kleid, ja. Und zwar ist das ein Wickelkleid. Ich würde es mir gerne nur noch ein bisschen länger machen, so als Maxi-Kleid, also wenn schon, denn schon, ne? Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich mit meinen Freundinnen dann in Urlaub fliege im Juni, wenn man da noch so ein schönes Sommerkleid anhat, schön lang, eventuell noch einen Hut auf und dann an der Strandpromenade. Ja, so stelle ich mir das vor. Mal sehen, ob ich das Kleid dann auch anziehen kann. Ob es mir wirklich so steht, wie ich mir das vorstelle. Hier ist nochmal so ein Wickelkleid und ich finde das halt richtig toll,
Wenn dann auch noch hier der Ausschnitt so ist. Mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Macht ja schon schlank so ein V-Ausschnitt, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir die, das ist die aktuelle, und aber auch noch die von letztem Jahr gekauft mit Herbstlooks. Hier sind auch Sachen drin, die man auch jetzt anziehen kann. Und ich meine, der Herbst kommt ja auch wieder irgendwann. Okay, wir reden nicht darüber. Wir wollen erstmal, dass der Frühling richtig kommt und dann der Sommer. Ach, bei uns ist es heute so richtig schön. Da kann ich euch gleich mal die Terrasse zeigen. Wir waren nämlich schon draußen und haben gewerkelt. Und hier, das sind alles Sonnenblumen. Hier habe ich so eine Bienenwiese reingemacht. Und guckt mal hier die Hortensie, wie die wiederkommt. Und dann noch meine Prachtstücke, die Funken. Die kommen jetzt wieder raus ohne Ende. Naja, und hier habe ich letztes Jahr ja drinne gepflanzt und das wuchert jetzt. Wer weiß wie. Und hier habe ich aber auch noch Sonnenblumen eingepflanzt. Das sind Sonnenblumen, die hier im Garten sind. Die haben sich halt wieder gesät. Also ich habe den Samen nicht gekauft, sondern habe ich von unserem Vermieter gekriegt. Und hier ist wieder eine Bienenwiese drin. Und da liegt unser Kater. Der findet das auch schön, dass es jetzt wieder so schön draußen ist. Dann kann er nämlich hier einen ganzen Tag draußen liegen. Da habe ich jetzt schon einen Tisch mehr hier bei mir in meinem Nähatelier. Und es ist alles gerade in Beschlag. Ich habe wirklich alles in Beschlag genommen. Allerdings zu meiner Verteidigung, ich habe hier wirklich mehrere nächste Projekte liegen und Videoideen, die ich umsetzen möchte. Ich zeige es euch mal. Zum einen habe ich heute Morgen einmal das Vario Creative Tool von Prim ausprobiert. Damit kann man ja einmal Hohlnieten setzen und schaut mal hier, wie dick das Material ist, und man macht vorher die Löcher rein und dann die Hohlnieten. Und hier habe ich auch Ösen probiert. Das ist eine 14 mm Öse und ich möchte dazu ja ein Video machen. Also ich habe eine Taschenidee, in ja, wo man halt Ösen mit benutzen muss, und das wollte ich natürlich alles erst vorher mal ausprobieren, bevor ich es dann umsetze. Und Prim hat mir ja auch ein komplettes Set zur Verfügung gestellt. Also tutti completti mit Hohlnieten, mit dem Stanzmaterial, mit diesem Tischfeststellschraubending, was ich dann auch an euch verlosen kann. Das mache ich aber dann in dem Tutorial-Video, wo ich das dann benutze. Mein Zuschneidetisch liegt auch komplett zu. Ich war ja gestern im Bepra bei Nähmaschinenfunk. Da war gestern verkaufsoffener Sonntag. Und die Heike hat von der H&H-Messe, die haben da ganz viele neue Bänder geordert. Und da hat sie mir von allem mal was mitgegeben. Dann hat sie hier noch diese neonfarbenen Endlosreißverschlüsse. Und ich habe mir hier schon hingelegt den passenden Stoff dazu. Das habe ich übrigens auch von ihr. Ich möchte nämlich gerne mir eine Kissenhülle nähen mit Paspel. Also, okay, das ist hier eine Bommel. Wie nennt man das? Eine Trottelbommel. Band, genau. Und ein zweites Kissen mit einer selbstgemachten Paspel. Und da kommt ja Kordel rein. Das habe ich mir alles hier schon hingelegt. Tanja hat ja auch ein Video dazu gemacht, wie man einen Reißverschluss, dass man den nicht so sieht, in eine Kissenhülle einnähen kann. Wenn man aber da noch eine Paspel um das Kissen drumherum haben möchte, dann muss man das noch ein bisschen anders einnähen, und das möchte ich auch ausprobieren. Das heißt, das habe ich hier liegen. Dann hier noch, das ist so Saumband, heißt das, glaube ich. Das ist so eine Fließeinlage, die bügel ich dann hier auf den Stoff. Und dann möchte ich nämlich mir hier raus Gurtband selber machen. Das Video kommt am Montag raus, genau. Und zwar möchte ich das dann gerne besticken. Und schaut mal hier, ich habe hier auch solches Garn, welches die Farbe wechselt. Und möchte quasi meinen eigenen Statement-Gurt damit herstellen. Hier schon den passenden Stoff. Dann habe ich für das Kleid, was ich gern nähen möchte. Moment. Da haben wir nämlich lange, das heißt lange,
Heike hat mich gut beraten und auch die Franzi, die ist vom Bibernat, die ist ja gelernte, ich weiß nicht, wie man es nennt, die kann auf jeden Fall nähen, jede Menge Klamotten. Und das Kleid möchte ich mir ja nehmen. Da habe ich mir diesen Stoff hier gekauft. Dieses Grün ist ja absolut in momentan. Und da sind so rosane Streifen drauf, wenn man weiter weggeht. Sieht das Muster mehr aus und wenn man näher rangeht, ist das irgendwie filigraner. Das ist so ein Viskosestoff, so ein richtig schöner leichter. Ich möchte mir ja gerne ein Sommerkleid nehmen. Das ist noch die Fließeinlage, die ich dafür brauche. Dann hat mir die Heike noch mitgegeben Kunstlederriemen. Also das sind dann solche fertigen Taschengurte. Die hat sie in ganz vielen verschiedenen Farben und Breiten. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Ist natürlich auch prädestiniert, das dann hier mit so einer Hohlniete zusammen zu machen. Wenn man hier, habe ich gerade auch hier liegen, zum Beispiel einen Karabiner dran macht und das hier so rummacht, anstatt abzunähen, hier halt so eine Hohlniete dran zu machen. Dann würde ich das allerdings nochmal umklappen und so machen. Moment. Und hier dann die ein oder zwei Nieten durchmachen, dann sieht das nämlich schöner aus. Dann ist das hier oben zu. Wenn ich das nur so mache, dann ist das hier oben auf. Man könnte hier aber auch so ein Gurtbandende dran machen. Das habe ich mir auch gekauft. Vielleicht mache ich auch das. Ich hole es mal. Zwar sind das hier solche Metallkrampen. Und die kann man dann über das Ende drüber machen. So. Und fest zumachen. Möchte ich jetzt hier nicht machen. Dann kann man aber, wenn das dann quasi das Ende schön aussieht, wenn man das dann hier rumlegt, kann man hier dann einfach nur noch eine Niete durchmachen. Und dann sind alle Enden und offenen Kanten schön versäubert. Halt hier mit so. Ah, das kann ich jetzt so schlecht zeigen, mit so Metall halt. Ich finde, es sieht auch halt mal anders aus als das, was man sonst so macht. Und das habe ich jetzt schon eine ganze Weile bei mir rumliegen. Ich habe das einmal für 3 cm Gurtband und auch für 4 cm Gurtband. Könnte ich ja hiermit mal ausprobieren. Mit den ganzen Bändern habe ich auch schon eine Idee. Das ist auch richtig cool. Also man näht das hier oben, wo das so bunt ist, auf und dann kann man hier unten das so abmachen und hat dann quasi solche Fransen jetzt für ein Kissen. Und ich finde aber auch, man kann das für eine Tasche nehmen. Und da habe ich tatsächlich auch schon eine super Idee, hier mit den Bändern dann eine Tasche zu verzieren. Im Bebra war gestern verkaufsoffener Sonntag und die hatten natürlich richtig Glück. Da hatten nicht nur die Geschäfte auf, sondern die Innenstadt war auch, also die komplette Fußgängerzone. Da waren verschiedene Stände und Fressbuden und so für Kinder war was da. Also wie so ein Jahrmarkt, nicht wie so ein Markt halt. Das war noch so über die Innenstadt verteilt. Und Nähmaschinenfunk hatte halt auch auf. Die haben vor ihren Laden, hat die Heike dann einen Tisch gestellt mit Nähmaschinen drauf, also einer Nähmaschine und einer Overlock. Und da konnte man die Nähmaschinen ausprobieren. Und ich habe mir mal aus Mousselin, ist das nicht ein toller Stoff hier, dieses Batik, die hat ganz tolle verschiedene Mousselin-Stoffe, also mit Mustern drauf, richtig toll. Und ich habe mir da einfach, also das war nicht ich habe mir den Stoff ausgesucht und eigentlich wollte ich nähen, aber dann kam immer was dazwischen. Und da hat die liebe Silvia für mich, die war da und hat ein bisschen mitgeholfen. Die hat das dann für mich fertig genäht. Ich habe nur eine Naht, habe ich gesetzt und dann, ja, kam immer was dazwischen. Ach, und ich habe angefangen und auch fertiggestellt. Oh, schaut mal hier, das Stickbild, wo man die Perlen auf den Stoff aufstickt. Quasi so wie malen nach Zahlen, halt sticken nach Zahlen.
Das war richtig toll. Also für dieses kleine Teil hier habe ich allerdings 3 Abende gebraucht, aber das konnte ich so richtig schön nebenher machen. Ich habe einen Film geschaut und habe dann nebenher gestickt. Ich habe auch schon, weil das so viel Spaß macht, das nächste Bild angefangen. Das hier hat knapp 700 Perlen. Ich habe 3 Abende für gebraucht. Und jetzt habe ich das Muster angefangen. Das hat 13.000 Perlen. Da werde ich wohl ein bisschen länger sitzen. Und hieraus hatte ich eigentlich vor, aber da muss ich erst noch mal gucken, wie das funktioniert dann, dass ich das mir dann so als Patch irgendwie auf eine Jeansjacke oder auf eine Jeanstasche drauf mache. Aber wenn ich das jetzt hier einfach abschneide, nicht, dass ich dann die Perlen hier lösen. Also da muss ich noch mal genau gucken, wie ich das dann quasi als Patch übertrage. Ansonsten kann man das halt auch so als Bild hinhängen. Das nächste, was ich mache, ich fotografiere es euch mal. Ich werde euch das hier einblenden. Das möchte ich allerdings als Bild aufhängen. Also das bleibt dann komplett so auf der kompletten Leinwand drauf. Da kaufe ich mir dann nur, wenn es fertig ist, einen Bilderrahmen zu. Es ist schon wieder Dienstag und ich werde jetzt gleich mit Videodrehen anfangen, und zwar die Videos für nächste Woche. Heute Abend gehen Tanja, Nastja und ich ja auf Nastja ihrem YouTube-Kanal live. Also, wenn ihr das Video seht, ist ja schon Mittwoch. Also, gestern waren wir live und haben Stadtland Nähen gespielt. Ich weiß noch nicht, ob es lustig war. Ich denke aber, dass es lustig war. Und denkt dran, ab Sonntag gibt es dann auf dem YouTube-Kanal von den Nädels das Tutorial-Video zur Schultertasche Darmstadt. Und das Nähpaket gibt es, wie ich am Anfang schon gesagt habe, im Kurzwarenland dann. Ich denke, der Vlog hier ist auch schon lang genug geworden. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.